Behind His Mask. Eine Shakespeare-Fanfiction von Drachenmädchen. Kapitel 20. Point of View. Stegi. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn es ist, als würde die Welt stehen bleiben? Wenn man das Gefühl hat, als würde man gerade den wundervollsten Moment seines Lebens erleben? Wenn alles in seinem Körper kribbelt? Wenn man nicht mal loslassen will, wenn man einen Moment für immer anhalten möchte? Ich kannte das Gefühl seit diesem Moment, wo Tim seine Lippen auf meine legte. Einen Augenblick lang konnte ich ihn nur ungläubig und mit weit aufgerissenen Augen anstarren. Der Braunhaarige hatte seine Augen noch immer geschlossen. Ich konnte seinen verschnellerten Herzschlag spüren. Ich wusste in diesem Moment noch nicht, dass mit diesem Kuss alles irgendwie erst begann. Dass das hier der Beginn von allem sein würde. Dass es noch sehr viel schlimmer werden würde, als es ihr gewesen war. Damit, dass ich mich von ihm löste, besiegelte ich mein Schicksal. Unser Schicksal. Ich schloss ebenfalls die Augen und begann den Kuss nach einer gefühlten Ewigkeit ebenfalls zu erwidern. Meine Haut begann, falls es irgendwie möglich war, noch mehr zu kribbeln. Es war wirklich wie ein sanftes Kribbeln, das sich in Wellen ausbreitete und immer stärker wurde. Ein flaues Gefühl schlich sich in meinen Magen. Doch es war ein angenehmes Gefühl. Ich spürte, wie Tim in den Kuss hineinlächelte. Erleichterung ging von dem Augenblick, wo ich erwiderte, von ihm aus. Ich merkte, wie er leicht seine Hände anhob und hinter meinen Kopf legte. Er strich mir samt einer Haarsträhne aus dem Gesicht und ich musste unwillkürlich grinsen, als ich die Berührung vernahm. Ebenso vorsichtig legte ich meine Hände an seine Brust und krallte mich in seinem T-Shirt fest. Es konnten höchstens einige Sekunden gewesen sein. Aber als wir uns voneinander lösten, war es, als lägen Jahrhunderte zwischen vor und nach dem Kuss. Eine Weile lang sahen wir uns bloß schwer atmend und glücklich lächelnd an. Das war... wow. Auf Tims Wangen hatte sich ein Rotschimmer gelegt und er lächelte mich glücklich an. Ich war zu überwältigt, um irgendwas sagen zu können. Ich spürte noch immer das feuerwerksartige Kribbeln in meinem Bauch. Es war einfach 1:1 wie in irgendeinem kitschigen Film. Wir saßen bloß da und sahen uns an, brachten kein Wort über die Lippen. Der Größere legte nach einer Weile sanft einen Arm um mich und zog mich in eine feste Umarmung. »Du bist so toll, Kleiner«, flüsterte er und strich mir sanft über den Rücken. Kleiner. Es klang so liebevoll, wie er das sagte. Irgendwie so passend. Du viel mehr, erwiderte ich und blickte zum Braunhaarigen auf, welcher mich fröhlich angrinste. Ich meine, ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Das war einfach so überraschend und doch so... In diesem Moment spürte ich Tims Finger auf meinen Lippen liegen. Du musst nichts sagen. Lass uns einfach den Moment genießen. Okay? Er grinste. Okay, flüsterte ich mit leicht roten Wangen zurück. In diesem Moment konnte ich einfach keinen klaren Gedanken fassen. Was war das gerade gewesen? War der Kuss bedeutungslos für ihn? Liebte er mich? Wollte er bloß ausprobieren, wie es war, einen Jungen zu küssen? Bedeutete ich ihm mehr als Freundschaft? Ich seufzte leise und versuchte, das Gedankenkarussell zu unterbrechen und an etwas Schöneres zu denken. An Tim und mich beispielsweise. Und an das Hier und Jetzt. Erst als ich abends neben Tim im Bett lag, wurde mir klar, dass das mein erster Kuss gewesen war. Mag vielleicht für einige seltsam klingen, immerhin war ich 16. Aber... in den letzten 3 Jahren war ich einfach nicht auf so etwas aus. Und davor wäre ich nicht mal auf solche Gedanken gekommen. Ich spürte, wie Tim einen Arm um mich legte und mich so zu sich ranzog. So fest, als hätte er Angst, dass ich mich einfach in Luft auflösen könnte. Ich legte meinen Kopf auf seine Brust.
Sein Herz schlug relativ schnell und auch sein Atem war unregelmäßig. Ich, flüsterte er nach einer Weile leise und strich mir mit zitternden Fingern durch das blonde Haar. Ich mag dich echt, Kleiner. Da war es wieder. Kleiner. Egal, was passieren wird, ich mag dich und du bist toll. Vergiss das nicht, egal was ich ihr sagen sollte. Mögen? Mag er mich als ein Freund oder als mehr? Aber normale Freunde küssen sich doch nicht. Unsicher lächelnd hob ich den Kopf ein wenig an und blickte Tim direkt an. Oh, okay, murmelte ich zögernd. Danke, ich mag dich auch recht gerne und du wirst auch toll. Der Braunhaarige nickte leicht. Seine Augen glitzerten verdächtig. Tim? Ist alles okay? Fragte ich und aus irgendeinem Grund klang meine Stimme erstickt. Diese ganze Szene erinnerte mich an heute Morgen. Da hatte er so etwas Ähnliches gesagt. Egal was passiert. Ich begann nicht doch, der Größere unterbrach mich, indem er mir sanft einen Finger auf die Lippen legte. Psst, sag jetzt bitte nichts, ja? Irgendetwas in seinem Tonfall machte mir Angst. Ein unangenehmes Ziehen in meinen Bauch schien mich vor etwas warnen zu wollen. Ich schloss die Augen und versuchte, diese Gedanken zu verbannen. Es ist alles gut. Ich liege hier mit Tim. Er mag mich, ich mag ihn. Ich schluckte leicht. Egal, was ich mir vorzumachen versuchte, da war irgendwas, was Tim bedrückte. Etwas, was nicht okay war und ganz und gar nicht. Ich schreckte hoch, als ich spürte, wie der Ältere mir einen sanften Kuss auf das Haar drückte. Mein Körper kribbelte angenehm. Ich versuchte, mich einfach auf den beruhigenden Herzschlag des anderen zu konzentrieren. Auf seine Hand in meinen Haaren. Seinen Arm, der um meinen Körper gelegt war. Es fühlte sich einfach viel zu gut an. Verdammt. War das Liebe? Kapitel 21. Als mich am nächsten Morgen der Wecker aus dem Träumen riss, war Tim nicht mehr da. Der Platz im Bett, wo er gelegen hatte, roch noch nach ihm und war leicht warm. Ich kuschelte mich ein wenig fester ins Bett hinein und schloss nochmal kurz die Augen. Dann rappelte ich mich auf, zog mich an, kramte meine Schulsachen hervor und lief in die Mensa, um zu frühstücken. Als ich dort ankam, blickte ich mich nach dem braunhaarigen Jungen um, doch er war nirgends zu entdecken. Die verreisten Schüler mussten wohl gestern Abend alle wiedergekommen sein, denn es herrschte ein reges Treiben. Ich holte mir etwas zu essen und ließ mich dann an meinem Stammplatz in der hintersten Ecke der Mensa sinken. Es tat weh, wieder die gewohnten abwertenden Blicke auf mir zu spüren. Wie sich Tim wohl verhalten würde? Würde er zu mir stehen oder musste er seine Haltung wahren? Zumindest würde es aber sicherlich nicht mehr ganz so schlimm werden, da ich nicht davon ausging, dass er mich schlagen würde nach dem, was in der letzten Woche geschehen war. Wenn ich nur gewusst hätte. Als ich wenige Minuten später an der Sporthalle, wo wir unsere erste Schulstunde des heutigen Tages haben würden, ankam, waren die meistens schon in der Umkleide oder bereits umgezogen. Ich setzte mich auf einen der Bänke und zog die Beine an meinen Körper. Immer wartete ich, bis alle fertig waren. Wollte ich doch auf gar keinen Fall, dass jemand all meine Narben und Blutergüsse sehen konnte. Als endlich alle fertig waren, zog ich mich in Windeseile um und ging hinterher in die Sporthalle. Ich ließ meinen Blick über die Schüler streifen und entdeckte nach einigen Suchen Tim, welcher gemeinsam mit Raphael und Tobi am Rand der Gruppe stand und sich mit ihnen über irgendwas Lustiges zu unterhalten schien. Ein kleines Lächeln schlich sich auf meine Lippen, als ich ihn so lachen sah. In diesem Moment drehte sich Tobi zu mir um. Unsere Augen trafen sich einen Augenblick lang. Er wirkte irgendwie anders, als ich ihn je erlebt hatte. Sein Mund war zu einem schmalen Strich zusammengepresst,
Seine Augen wirkten wässrig. Er sah verzweifelt und ängstlich aus. Er starrte mich einen Moment lang an. Ich starrte bloß zurück. Tobi schloss kurz die Augen und ich konnte sehen, dass er schluckte. Was war mit ihm los? Sonst war er doch nicht so. Aber plötzlich wirkte er so klein, so hilflos. Alleine. In diesem Augenblick merkten wohl auch die anderen beiden, dass mit ihrem Freund etwas nicht stimmen konnte. Denn sie drehten sich ebenfalls herum und Raffi beugte sich ein wenig zu dem Kleineren hinab. Er schien ihn etwas zu fragen, woraufhin der blond-braunhaarige nur schnell und hastig nickte. Tim musterte die beiden einen Augenblick lang, ehe er den Kopf hob und mich direkt ansah. Ich erschrak. Seine Augen strahlten Kälte und Hass, Wut und Zorn aus. Ganz anders als die letzte Woche. Schüchtern hob ich die Hand wie zu einem Gruß. Einen Moment lang hielt der Größere inne. Seine Augen schienen durch mich hindurchzuschauen. Seine Handflächen zitterten leicht. Schnell hatte er sich aber wieder unter Kontrolle und wandte sich von mir ab. Er drehte sich um von Tobi und Raffi weg, lief quer durch die Halle zu Henrik und einigen anderen Jungs. Unruhig biss ich mir auf die Lippe. Wieso war er plötzlich wieder so? Wieso hatte er mich so hasserfüllt angesehen? Mit diesem Blick, den ich bereits zu Genüge kannte. Hatte ich etwas falsch gemacht? Lag es an einem Kuss? Ich seufzte leise, als unser Sportlehrer die Halle betrat. Wir spielen heute Fußball. Tim, Henrik, wählt bitte zwei Mannschaften. Augenverdrehend stellte ich mich neben die anderen zu Wählenden. Wir spielten so gut wie jedes Mal Fußball und wer hätte es gedacht? Ich war schlecht daran. Tim und Henrik standen auf und grinsten kurz in die Runde. Tim rief als erstes Raffi und Tobi auf, dann einige Jungs, welche ebenfalls gerne mal handgreiflich wurden. Als schließlich nur noch ich in keinem Team war, war Tim gerade dran mit Wählen. Er seufzte genervt und wandte sich dann zu dem anderen Team. Er kann ihn haben. Wir brauchen den nicht. Ein leises, hämisches Lachen entfloh seinen Lippen. Henrik warf mir einen kurzen, verächtlichen Blick zu und schüttelte dann den Kopf. Wir sind einer mehr. Ihr müsst ihn nehmen. Tut mir leid, ich kann dich aber verstehen. Wer will denn schon eine Schwuchtel in seinem Team? Einige aus der Klasse lachten leise, während ich aus den Augenwinkeln meinte zu sehen, wie Tobi bei den Worten des Jungen leicht zusammenzuckte. Tim verdrehte die Augen, nickte aber schließlich leicht. Raffi, du gehst am besten ins Tor. Clara, Sophie und Elias, ihr auch. Tobi, Sturmspitze. Felice, Noah, ihr geht auch in den Sturm. Anton, Lisa, ihr macht unsere Abwehr. Ich gehe auch ins Mittelfeld. Er wandte sich leicht zu mir und erneut zuckte ich unter seinem Blick fast zusammen. Schwuchtel, stell dich einfach irgendwo hin, wo du niemanden im Weg stehst. Ich schluckte kurz, öffnete den Mund, wie um etwas zu sagen, schloss ihn wieder und nickte leicht. Langsam trottete ich an das Spielfeld ran und stellte mich möglichst abseits hin. Ich verfolgte das Spielgeschehen nur mit halber Konzentration. Langsam spürte ich, wie sich Tränen in meinen Augen bildete. In meinen Ohren rauschte Blut. Wieso war er plötzlich wieder so? Ich weiß nicht, was ich erwartet hatte. Dass er mich auch vor allen anderen küssen wird, mich umarmen, mögen wird? Sicher nicht. Dass er zumindest nett zu mir ist, seine Vorurteile abgelegt hat und mich fast schon normal behandelt? Ja, vielleicht. Vielleicht war es aber auch nur wieder eines meiner blöden Wunschdenken gewesen, welches dazu führte, dass ich das Gefühl hatte, ihm würde die Woche, der Kuss, ich etwas bedeutet haben. Es wirkte einfach so echt. Ich schloss einen Augenblick meine Augen. Verzweiflung kam mir hoch. Was tat ich nur immer wieder falsch? Wieso war ich so verhasst? Aber vor allem, was hatte Tim gegen mich? Und das Recht. Wieso? Trust is like a rubber. It gets smaller and smaller after every mistake. Kapitel 22.
Als der Sportunterricht vorbei war, setzte ich mich wieder auf eine der Bänke und winkelte meine Beine an. Ich legte meinen Kopf auf den Knien ab und seufzte leise. Verzweifelt versuchte ich, das flaue und unangenehme Gefühl in meinem Magen zu unterdrücken. Es war ein schmerzvolles Pochen, stechend wie kleine Messer, und gleichzeitig liefen mir kalte Schauer den Rücken hinab. Ich kannte das Gefühl. Es war nichts komplett Neues für mich. Irgendwie eine Mischung aus Enttäuschung, Trauer, Angst, und es war gleichzeitig, als würde ich jemanden vermissen. Ich hatte es damals gespürt. Bei mir, bei Mom. Fest presste ich die Lippen aufeinander und versuchte, das Gefühl einfach zu ignorieren. Es würde schon wieder weggehen, da war ich mir sicher. Als ich einen brennenden Blick auf mir spürte, hob ich den Kopf leicht an. Die Umkleide hatte sich komplett geleert. Alle, bis auf einen Schüler, waren hinausgegangen. Tim stand in der Tür, seine Tasche locker über die Schulter gehängt. Die Haare waren verwuschelt. Und ohne es gerne zugeben zu wollen, sah er in diesem Moment einfach so unfassbar süß aus. Ich biss mir leicht auf die Unterlippe und erstarrte unter seinem Blick, als seine braunen Augen meine blaugrünen fanden. Kurt sah so verletzlich aus. Ich meinte in seinem Blick etwas Entschuldigendes und vielleicht auch Verzweifeltes sehen zu können. Er öffnete den Mund, als wolle er etwas sagen, doch dann wandte er sich ab und schloss die Tür hinter sich. Ich seufzte auf. Langsam zog ich mir mein Shirt über den Kopf. Ich warf einen vorsichtigen Blick auf meinen Oberkörper. Abgesehen davon, dass er nicht gerade sehr trainiert war, zierten ihn blaue, langsam zurückgehende Flecken. Narben von nicht komplett verhaltenen Tritten oder Schlägen zogen sich über die Magengegend bis hin zur Brust. Mochte er mich deswegen nicht? Hatte er mich oberkörperfrei gesehen und sich zu sehr vor mir geekelt? Vielleicht wollte er deswegen nichts mehr mit mir zu tun haben. Erst jetzt fiel mir auf, dass er, als er sich entschuldigt hatte, keinen Grund für seinen Hass genannt hatte. Und hierbei konnte mein Körper nicht der Grund sein. Er hatte mich, soweit ich wusste, nämlich noch nie ohne Shirt gesehen. Ich schüttelte den Kopf leicht, um die Gedanken loszuwerden, rabbelte mich auf und lief so schnell ich konnte über den Schulhof und in Richtung der Ecke des Hofes, wo ich die Pausen verbrachte, solange ich nicht aus den Toiletten war. Ich holte Zeichenblock und Stift hervor, ließ mich auf den kalten Boden sinken und begann an meinem momentanen Hauptbild weiterzuzeichnen, als ich plötzlich von einem lauten Ruf unterbrochen wurde. »Schwuchtel! Hey!« Ich sah auf und schluckte leicht, als ich Henrik, Ruffy, Tobi und einige andere Jungs auf mich zukommen sah. Mit den Augen suchte ich den Schulhof nach Tim ab, doch ich konnte ihn nicht entdecken. Die Truppe blieb vor mir stehen und Henrik sah von oben auf mich herab. »Was malst du denn, da Dummes?« Er lachte leicht, als ich erschrocken versuchte, das Blatt hinter meinem Rücken zu verstecken. Es war eine Zeichnung, an der ich schon eine ganze Zeit lang arbeitete. Sie zeigte meine kleine Schwester Mia, die lachend auf einen etwas größeren Jungen, mich, zurannte. Im Hintergrund konnte man lächelnd zwei Erwachsene stehen sehen. Es war das letzte Bild, was ich von meiner Familie im Kopf hatte. Von meiner kompletten Familie. Mama und Mia wollten gerade losgehen, um eine von Mias Freundin zu besuchen, als sie auf dem Weg aufgehalten worden waren. Niemand konnte sogar noch sagen, was damals geschehen war. Es gab nur eine Zeugin, eine alte Frau, die mit schreckensbleichem Gesicht erzählt hatte, dass sie gesehen hätte, wie ein dunkel gekleideter Mann mit braunen Haaren Mia plötzlich am Handgelenk griff und mit sich zog. Er hatte sie hochgehoben und mit sich getragen, während meine Mutter panisch hinterhergerannt war. Sie waren in eine Gasse abgebogen. Die Frau erzählte nur noch, einige Schreie gehört zu haben, und dann war es still geworden. Urplötzlich und viel zu still. Die Dame war sofort hingelaufen, doch das Einzige, was sie fand, waren einige Tropfen Blut auf dem Boden. Eine knappe Woche später hatte man die leichenblassen und zerschundenen Körper Mias und Mams gefunden und mit ihnen den Mörder. Er sei psychisch gestört, erklärte man mir. Nicht ganz klar im Kopf. Nicht zurechnungsfähig. Aber was half mir das letztendlich?
Mia und Mom waren tot und würden dadurch auch nicht wiederkommen. Henrik riss grob meinen Arm nach vorne und entwendete mir die Zeichnung. Ich blickte ihn ängstlich an, als er das Bild mit einem Hauch Erstaunen in den Augen musterte. Doch dann sah er wieder mich an und seine Augen wurden wieder so verabscheuend, wie ich es gewohnt war. »Wieso zeichnest du so einen Mist?« Er zog die Stirn in Falten und grinste mich dann schelmisch an. »Soll ich dein schönes Bild kaputt machen?« Ich biss mir leicht auf die Unterlippe, ehe ich langsam den Kopf schüttelte, woraufhin er bloß lachte. »Na dann, wenn du das so unbedingt willst.« Er legte die Hände so ins Bild, dass er es in Sekundenschnelle zerknüllen könnte. Panisch sprang ich auf und versuchte, ihm das Bild aus den Händen zu reißen, woraufhin er es hochhielt und mich angrinste. Vielleicht war Henrik nicht so groß wie Tim, aber trotzdem war er noch ein Stückchen größer als ich. Ich verschränkte die Arme vor der Brust und blickte ihn wütend an. »Das bekommst du nicht, Wuchtel. Du hast... Gib mal her!« unterbrach Henrik in diesem Moment eine dunkle Stimme. Dieser wirbelte mit weit aufgerissenen Augen herum und sah Tim beinahe ängstlich an, welcher sich fast lautlos neben ihn gestellt hatte. Sofort nahm er die Hände runter und reichte dem Braunhaarigen die Zeichnung. Unsicher sah ich Tim an, doch dieser beachtete mich nicht einmal. Seine klaren, dunklen Augen fixierten das Bild. Er hob eine Augenbraue an und strich dann leicht mit einem Finger einige der Linien nach. Dann öffnete er seine Umhängetasche und steckte das Bild hinein. Henrik sah ihn mit geöffnetem Mund an. »Hilfst du das Schwuchtel jetzt etwa?« Der große Junge sah auf und blickte direkt zu mir. Er hatte eine Augenbraue leicht angehoben und musterte mich einen Moment lang, ehe er sich wieder Henrik zuwandte. Er verschränkte die Arme vor der Brust und bedachte den Jungen mit einem bösen Blick. »Dachtest du wirklich, ich würde diesem Schwächling helfen?« fragte er mit gefährlich leiser Stimme. Henrik schien unter Tims Blick beinahe zu schrumpfen und schüttelte schnell den Kopf. »Würde ich dir auch raten?« Die Stimme des Größeren hatte wirklich etwas Angsteinflößendes an sich. Der Braunhaarige wandte sich wieder zu mir und einen Moment lang war es, als würde er innehalten und überlegen. Doch dann schoss seine Faust nach vorne und traf meinen Magen. Von dieser Attacke vollkommen überrascht zuckte ich zusammen und keuchte vor Schmerz auf. Ich schnappte nach Luft und ging leicht auf die Knie. »Er ist eine abscheuenswerte, kleine, bescheuerte, dumme, hässliche Schwuchtel, die nichts kann, außer den ganzen Tag rumzuheulen«, sagte Tim wieder an Henrik gewandt. Seine Stimme zeigte keinerlei Emotion. Man könnte meinen, er fühlte bei diesen Worten absolut gar nichts. Und vielleicht hatten diese Worte gerade deswegen mehr weh, als einer seiner Schläge es je getan hatte. Wörter können mehr verletzen als ein Messer. Denn ein Messer kann verfehlen. Worte treffen immer. So, ich habe heute eigentlich gar nichts zu sagen, außer schaut bei Kritzelkiste vorbei, schaut bei Drachenmädchen vorbei, lasst Kritik da und bis zum nächsten Mal. Tschüss!